Weiß gar nicht, wer ich jetzt bin. Okay, ich bin der, der so dämlich hüpft. Oh ja. Ey, wie kann der schneller sein, wenn ich drücke? Oh, jetzt hab ich nach hinten gedasht. Jetzt müsste ich so einen Rager-Move ziehen, ey. Ich hab total vergessen, wie die gehen. Super rauskloppen! Ja, voll. Ich habe eh verloren. Hätte ich nicht gedasht die ganze Zeit. Ja. Immer nach der Combo ist man verwundbar, wenn man die komplett ausführt. Das ist genau das gleiche in Tekken. Das kann man so hart punishen, das ist ganz normal. Es ist Zeit, sie zurückzugehen. So sieht's aus. Machen wir den jetzt mal endgültig fertig und der geht mir aber auf die Nerven. Oh, hier kriegst du einen Hitze-Scheiß ab. Jetzt blocken wir auf einmal nicht mehr. Ich glaube, der Kampf wird leichter, desto öfter man verliert. Und tschüss. Oh, der ist den Kopf da stößt. Böse. Erste Runde geht an mich. Arme Viech! Ich habe diese Welt gerettet. Jetzt rette ich sie vor dir. Okay. Volle Pille. Volle Pille, volle Pille. Ja, und? Was ist denn los, Supi Boy, hä? Punch dich in eine andere Dimension. Deine Herrschaft ist beendet. Du wirst diese Menschen nicht länger terrorisieren. Das Einzige, was diese Menschen verstehen, ist Furcht. Eines Tages verstehst du das. Du wirst mich schon umbringen müssen. Nein, nicht einmal dich. Es wurde genug gemordet. Supermans Komplizen wurden gefangen oder haben sich gestellt. Zunächst muss die Ordnung wiederhergestellt werden. Die Übergangsregierung hat alle Hände voll zu tun. Wir sind hier, falls sie Hilfe benötigt. Danke, aber nein. Die Bewohner müssen wissen, dass sie die Kontrolle haben, nicht wir. Du hast deine Meinung also nicht geändert? Ich respektiere das Angebot des Präsidenten, aber ich gehöre in keine Regierung. Keiner von uns tut das. Du glaubst, dass Batman hier eine Zukunft hat? Verbrechen und Korruption werden zurückkehren. Ollie würde mich einen Pessimisten nennen, aber das ist nur realistisch. Und euer Superman? Er kommt vor Gericht. Wie alle. Weißt du, er hatte recht. Womit?
Wenn ich in seiner Lage gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch so gehandelt. Wir wissen nicht, wozu wir wirklich fähig sind. Ich hoffe für deine Welt, dass du es niemals herausfinden wirst. Denk immer daran. Ja? Wenn irgendetwas geschieht und du durchdrehst, dann kriegst du es mit mir zu tun. Dann musst du dich hinten anstellen. Gerechtigkeit für alle. Yep, das war der Story-Modus von Injustice Gods Among Us. Und für ein Beat'em-up muss ich ehrlich gesagt sagen, ziemlich coole Story, ziemlich cool verpackt. Die haben ja schon in Mortal Kombat so gemacht, dass die Geschichte fortlaufend erzählt wurde. Und immer zwischendurch halt die Kämpfe kamen. Das ist wirklich extrem cool. Ich mag das Spiel wirklich sehr. Natürlich kann man jetzt nicht erwarten, dass wir vor dem Mortal Kombat machen. Wir müssen hier Fatalities drin haben. Ed Boon hat damals schon gesagt, dass Fatalities einfach nicht in das Spiel passen würden. Ist schon cool. Das Kampfsystem ist cool. Ich finde, es ist ein Ticken besser als Mortal Kombat, aber es ist Mortal Kombat. Es ist komplett das Kampfsystem, es ist die Engine und man muss es wirklich mögen. Was ich sehr geil finde, ist, dass wir nach hinten drücken, um zu blocken. Was ich eigentlich mal öfters hätte tun sollen. Das ist auf jeden Fall sehr genial. Bei Mortal Kombat muss man nämlich mit einer Taste blocken. Das nervt ehrlich gesagt extrem. Muss man in Soul Calibur ehrlich gesagt auch, aber das nicht, Mortal Kombat stört mich das ehrlich gesagt ziemlich heftig. Aber nichtsdestotrotz, ziemlich cooles Spiel, super Charaktere natürlich aus dem DC-Universe. Schon genial. Und was ich jetzt auf jeden Fall noch machen werde, ist meinen Charakter schnappen, nochmal in den Trainingsmodus mit euch gehen, ein paar Kombos einstudieren auf jeden Fall. Dann werden wir uns den Missionsmodus noch angucken, den Szenarienmodus. Dann werden wir auch versuchen, ein paar Online-Matches zu bestreiten. Aber da kann ich ehrlich gesagt garantieren, dass ich da ziemlich ablosen werde. Deshalb muss ich wirklich erst in den Trainingsmodus gehen, mir da so einen Charakter rauspicken und halt richtig die Kombos einstudieren. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin nicht der größte 2D-Fighting-Game-Fan. So Mortal Kombat-mäßig, Street Fighter-mäßig. Ich mag ehrlich gesagt die 3D-Fighter wie Tekken und Soul Calibur so ein bisschen mehr, weil für mich persönlich haben diese Spiele ein bisschen mehr Tiefe. Alles, was man zum Beispiel in Street Fighter macht, und das ist meine persönliche Meinung dazu, meine Ansicht ist, in der Ecke sitzen, warten, bis der Gegner angesprungen kommt, dann irgendeine heftige Kombo ziehen und der Gegner verliert. Man wartet eigentlich nur darauf, dass der Gegner einen Fehler macht. Das ist eigentlich in jedem Beat'em-up so, aber hier fällt das wirklich extrem auf. Schon einen coolen Job gemacht. Auch wie man die ganzen Sachen in der Umgebung nutzen kann, das ist eine sehr coole Sache. Und natürlich die ganzen Supers. Superman kloppt den in die Luft zum Beispiel, haut den wieder runter. Batman holt sein Batmobil, das ist super genial. Flash läuft zweimal um die Erde und boxt dem so heftig ins Maul. Das ist absolut genial. Und natürlich, wenn euch das Let's Play von dem Story-Modus gefallen hat, bitte gebt diesem Video einen Daumen hoch. Danke für euren riesigen Support. Mich würde ehrlich gesagt mal interessieren, ob NetherRealm Studios auch was anderes drauf haben als Beat'em-Ups. Ich meine, früher haben die zu Midway gehört. Midway ist pleite gegangen, wie wir alle wissen. Großer Publisher in den 90er Jahren. Ich glaube in den 80ern auch noch. Ich meine sogar, den gibt's länger. Den gab es länger. Aber naja. Jetzt gibt's den nicht mehr. Warner Bros. Hat quasi dieses Studio gekauft. Und die haben sich in NetherRealm Studios umbenannt. Oder hieß es schon länger so, weiß ich genau. 2011 kam ja Mortal Kombat raus für die Xbox PS3. Was ziemlich, ziemlich cool war mit den ganzen X-Ray Moves, Fatalities natürlich. Und ich hab das Spiel sogar. Aber Mortal Kombat ist ehrlich gesagt nicht so mein Fall vom Kampfsystem her.
Alles fühlt sich so ein bisschen storisch an und man muss wirklich die Kombos und alles so richtig können. In Tekken, da steckt man wirklich ein, da kann man sofort Spaß haben und wenn man Bock hat, kann man sogar noch richtig ins Detail gehen. Das mag ich wirklich an dem Spiel. Mortal Kombat ist da wirklich nicht so zugänglich. Und natürlich, wenn ihr mehr Fighting Games sehen wollt, ich habe auf meinem Channel noch Soul Calibur 5 letztes Jahr gespielt, Street Fighter X Tekken habe ich letztes Jahr gespielt und natürlich noch mehr Injustice Gods Among Us. Und nicht vergessen, nächste Woche startet Dead Island Riptide. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, werde es mit einem guten Kollegen im Koop-Modus zocken, denn der erste Teil von Dead Island war schon richtig genial und das kann ehrlich gesagt nur der Hammer werden. Alles, was wir dann natürlich machen, Zombies killen. Und ich habe schon gesehen, dass wir da sogar die alten Charaktere spielen. Also denke ich mal, das ist so eine quasi Fortsetzung zum ersten Teil, was wirklich sehr cool ist. Also ich freue mich schon extrem. Werde wahrscheinlich wieder den Typen mit der Machete spielen. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Vielleicht will ich mal ein bisschen Abwechslung haben, was das angeht. Werden wir sehen. Hell yeah. Wo wir gerade beim Thema sind, Batman und so. Dieses Jahr, Rocksteady Games, Warner Brothers Interactive natürlich, bringen einen neuen Batman-Teil raus, nach Arkham Asylum und Arkham City. Ein neuer Batman-Teil, ich kann es auch kaum erwarten, ich habe beide Teile durchgezockt und wow, vielleicht das beste Superhelden-Spiel überhaupt. Letztes Jahr hatten wir The Amazing Spider-Man, habe ich natürlich auch ein Let's Play von gemacht, war ziemlich geil, muss aber dennoch sagen, dass die Batman-Spiele zehnmal besser waren. Also da haben die sich schon ordentlich was einfallen lassen. Und das wird dieses Jahr kommen. Vielleicht für die neuen Konsolen, vielleicht aber auch nicht. Ich denke mal eher nicht. Werden wir sehen. Holy shit, wieder so viele Credits. Die wir jetzt geschafft haben. Neues Kostüm freigeschaltet. Wow, schon der Bildschirm schon an. Godfall Superman. Das war's, mehr kriegen wir nicht. Wir spielen einmal den Story-Modus durch und kriegen nur das. Meh. Okay. Jetzt werde ich auf jeden Fall mal hier richtig schön wieder in den Einzelspieler steigen. Denn wir haben hier noch Einzelkampf. Das ist einfach ein One-on-One ohne irgendeine Bedeutung. Dann haben wir noch Training natürlich, Star Labs und verschiedene Kämpfe. Star Labs haben wir diese Szenarien. Kämpfe ist auch sicher eine schicke Sache. Und den Story-Modus haben wir natürlich schon durchgezockt. Das wird auf jeden Fall jetzt kommen. Dann natürlich noch Xbox Live Online. Das sollte der Hammer werden. Aber ich denke, wir werden gleich so ein bisschen die Szenarien angehen. Und dann richtig schön in den Trainingsmodus einsteigen. Ich hoffe, euch hat das Let's Play von dem Story-Modus gefallen, Leute. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, wie gesagt, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Es hilft mir wirklich sehr. Danke für euren riesigen Support. Das war's erstmal von dem Story-Modus. Wie gesagt, weiter geht's mit den ganzen tollen, richtig genialen Sachen, die das Spiel noch zu bieten hat. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye.